Herr Dr. Kubitz, wir befinden uns jetzt auf dem Gelände des Britzer Gartens, ehemals Bundesgartenschaugelände. Und dieses Gelände ist ja den Neuköllnern erhalten geblieben, glücklicherweise kann man sagen. Auch durch das neue Zusammenwachsen dieser Stadt fehlt Neukölln auch ein großer Grünbereich. Und deshalb sehen wir hier immer wieder, dass das Gelände sehr gerne angenommen wird von Neuköllnern, aber auch von ganz Berlin inzwischen. Was tut sich denn jetzt in der Frühjahrszeit? Ja, zunächst darf ich Sie mal ganz herzlich willkommen heißen hier im Britzer Garten. Sie sind ja einer derjenigen, die den Park schon sehr lange begleitet haben und eigentlich auch jetzt festgestellt haben, sicher auch durch eigene Tätigkeit, dass viele aus dem Umland jetzt hier in den Park kommen, überhaupt auch Neukölln besuchen. Hier im Park hat sich doch einiges verändert. Die Blumenrabatten selbst sind natürlich immer wieder die gleichen. Wir werden sie dann noch im Laufe unseres Rundgangs noch bewundern und sehen können. Aber das Publikum hat sich insoweit etwas verändert. Wir haben eine etwas verstärkte Gastronomie aufgebaut, Imbisskioske. Wir haben aber auch Spielgeräte, die teilweise jetzt aufgebaut werden. Teilweise werden sie im Laufe des Sommers ergänzt, sodass der Park eigentlich jeden Tag und auch jeden Monat immer etwas Neues bieten kann. Und damit die Langeweile nicht hier aufkommt, was ich sowieso glaube, dass es nie der Fall sein wird. Trotzdem möchten die Kinder natürlich immer wieder mal was Neues erleben. Ich denke, wir sollten jetzt eine kleine Rundfahrt durch den Britzer Garten machen, um unseren Zuschauern einen kleinen Einblick in den schönen Frühlingsbereich des Britzer Gartens zu geben. So, wir sind jetzt hier am See im Britzer Garten und zwar haben Sie eben auch das Café am See gesehen, das Grottencafé. Aber nicht nur ein Café ist hier, sondern auch die Möglichkeit, frei Lichtveranstaltungen durchzuführen. Der Britzer Garten hatte ja ursprünglich auch der Bundesgartenschau eine Überdachung für Veranstaltungen. Diese ist dann, weil sie bautechnisch nicht auf Dauer gedacht war, abgebaut worden. Jetzt hat der Britzer Garten wieder eine neue Überdachung für Freilichtveranstaltungen. Diese Überdachung bleibt sicherlich und wird sicher auch dann für Veranstaltungen genommen werden. Ja, die Überdachung bleibt hier. Sie ist ringsherum auch zu schließen mit blau-weißen Jalousien. Und man kann also bei jedem Wetter, natürlich bezogen auf die Sommermonate, hier sitzen und kann den Veranstaltungen lauschen und auch sie zusehen. Und wir haben jetzt als nächsten Veranstaltungshöhepunkt die Walpurgisnacht am 30. April zum 1. Mai. Da wird genau in dem Bereich hier einiges los sein, hexenmäßiges los sein. Wir suchen schon fleißig Hexen, die dann hier mit auftreten werden. Wir haben dabei aber auch das deutsche Tanzensemble mit engagiert, die mit einem Hexensabbat und Hexenfeuer hier einiges Lustiges beizutragen haben. Also ich glaube, allein der Abend geht dann bis Mitternacht und wir werden da sicher einige Überraschungen erleben. Es geht dann weiter mit dem Sommersonnenwendfest, was sich dann im gesamten Park abspielt, auch wieder mit den eigentlich schon fast berühmten Feuerwerken im Park, weil hier doch das Wasser zusammen mit der Landschaft abends eine wunderschöne Kulisse bilden. Und wir erwarten dieses Mal wiederum nordische Gäste aus Dänemark bzw. Norwegen und Schweden, die sich dann hier mit verschiedenen Tanzveranstaltungen präsentieren, sodass also diese Veranstaltungsreihe seit 85 ja schon ständig steigender Beliebtheit erfreut. Es geht dann weiter mit dem Sommerfest, aber ein ganz wichtiger Punkt, das können wir vielleicht dann nochmal uns anschauen, sind die Spielplätze und die Spielprogramme.
Auf der Terrasse des Cafés am See hier im Britzer Garten darf ich begrüßen Frau Buchholz und Frau Waltier. Beide sind aus dem Bezirk Tempelhof aus Lichtenrade und nicht zum ersten Mal hier im Britzer Garten. Sie als Rollstuhlbenutzer sind ja doch ganz andere Besucher dieser Einrichtung als vielleicht solche, die sich relativ gut fortbewegen können. Wir wissen aber, dass der Britzer Garten auch für Rollstuhlbenutzer besonders hergerichtet worden ist. Wie kommen Sie denn zurecht hier auf dem Gelände? Sehr, sehr schön. Für mich ist sehr schön. Ja. Das heißt, Sie kommen mit dem Rollstuhl unkompliziert überall hin? Ja, auch hier hinten dran. Hier hinten auch. Auch an den Stellen, die nicht ganz so günstig zugänglich sind, die reichen immer noch, um auch mit dem Rollstuhl herzukommen. Ja, nicht? Sie sind hergekommen mit dem Telebus? Ja. Und das hat auch gut geklappt? Ja, immer, immer. Ja. Und wie oft im Jahr etwa kommen Sie hier zum Britzer Garten? Anfänglich mal drei, vier Mal. Ja, ja, ja. Frau Walti, Sie sind ebenfalls hier im Britzer Garten ständige Besucherin? Ja, ja. Sogar mit meinen Kindern, wenn die aus Amerika zum Besuch kommen, fahren wir hierher. Ja. Wie viele Jahre schon? Seitdem der Britzer Garten hier aufgemacht wurde. Also seit 1985 regelmäßige Besucherin. Ja. Und auch Sie kommen mit Ihrem Rollstuhl hier gut zurecht? Ich komme sehr gut zurecht. Und durch den Telebus, den wir hier bekommen, ist es für uns ja eine Leichtigkeit herzukommen. Das heißt, Sie haben heute einen sehr schönen Tag erwischt, einen richtigen Sommertag, kann man schon fast sagen, obwohl wir erst Frühling haben. Ich möchte Ihnen hier im Britzer Garten gute Erholung wünschen und sagen Sie es einfach anderen Rollstuhlbenutzern, dass es gute Möglichkeiten gibt, auch hier mit einem Rollstuhl herzukommen. Wir sind hier am Kinderspielparadies im Britzer Garten und wie Sie sehen können, tollen hier viele Kinder rum, die es als Abenteuer empfinden, das Wasser hier anzusehen und die auch die Wellen genießen, die hier gebaut worden sind. Also vieles, was für Kinder geschaffen worden ist, wird genutzt. Herr Dr. Kubitz, auch Veranstaltungen finden hier statt für Kinder. Ja, vielleicht darf ich aber, bevor ich das beantworte, nochmal auf diesen Kinderspielbereich hier eingehen. Dass der Reiz an diesem Bereich ist, dass die Kinder alleine fast nicht spielen können. Sie müssen immer mit ihren Partnern zusammenspielen. Das Wasser, was oben angelaufen kommt, wird dann im Einzelnen gesteuert. Und man muss also zusammenarbeiten, um Wasser aufzustauen, um den Sand nach unten zu bringen, den wir leider, ganz Gottes, dann immer wieder im Abfall haben, aber das spielt keine Rolle. Für die Kinder ist ein ungeheuer schönes Problem und wir haben jetzt nicht unbedingt warme Temperaturen, wir haben zwar Sonne, denn wir die Kinder unbedingt das Wasser benötigen, um damit einfach mit dem Element mal umgehen zu können. Hier am Wasserspielplatz an der Milchbar finden die Veranstaltungen statt, jeden Samstag, jeden Sonntag, Kindertheater, Zauberkunststücke. Das heißt,
Junge Künstler arbeiten und spielen mit den Kindern im Gelände und im Spielezelt. Es ist hier sehr lebhaft, teilweise auch manchmal sehr laut, was sicher die Kleingärtner nicht ganz erfreuen wird, aber wer ein bisschen Spaß an Kindern hat, wird dieses gerne in Kauf nehmen, denn hier können sie sich wirklich austoben. Und man sieht es also immer wieder, wie sie doch die gesamte Gegend oder mit der Gegend spielen und nicht nur an irgendwelchen Spielgeräten herumhangeln. Das heißt, die Kleingärtner sind ja hier in unmittelbarer Nähe, das heißt direkt hinter dem Zaun. Sie haben deshalb auch eine Lärmschutzwand aufgebaut? Ja, diese Lärmschutzwand ist aufgebaut worden mit Rücksicht auf die Kleingärtner, weil man ihnen das auch nicht unbedingt immer zumuten kann, weil genau am Wochenende sind hier viele, viele hundert Kinder. Und das ist dann doch ein sehr hoher Lärmpegel. Aber sie haben uns versichert, dass sie der Kinderlärm weniger stört als Lautsprecher. Und solche Einrichtungen, die werden wir auf jeden Fall verhindern zukünftig. Ich nehme an, wir werden jetzt ein auskömmliches oder vernünftiges Auskommen haben. Denn die Weidenwand, es ist eine lebende Weidenwand, die im Prinzip dann einen grünen Wall ergibt, der immer wieder zurückgeschnitten werden kann, aber sich ständig verdichtet, sodass also der Lärm nicht in dem Maße nach drüben dringt, wie er sonst da zu hören sein wäre. Vielleicht sollten wir auch noch darauf hinweisen, dass die Dachkonstruktionen jeweils auch hier begrünt worden sind. Ich glaube, hier sieht man es sehr gut an diesem Beispiel, dass sie eben mit Wert darauf gelegt haben, dass Dächer mit einbezogen werden. Ja, wir haben eigentlich im ganzen Park nur wenige Ausnahmen von Dächern, die nicht begrünt sind. Das hier ist das steilste Dach, was überhaupt jemals in Deutschland gebaut wurde. Es ist teilweise ganz am Anfang mal runtergerutscht, ein Teil, aber in der Zwischenzeit haben wir das wieder im Griff bekommen. Und hier auf dieser Seite ist ein Grasdach, auf der anderen Seite ist ein Dach mit vielen Kräutern und Stauden, mit als Schnittlauch mit drin, verschiedene andere Dinge. Also eine völlig andere Vegetation. Und es ist eine wunderschöne Isolation während des Winters, aber auch während des Sommers. Die Büroräume und die Wohnung des Hausmeisters oben, unseres Betriebsmeisters, ist absolut dicht und im Sommer sehr kühl und im Winter doch auch sehr warm. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer kleinen Rundfahrt durch den Britzer Garten und sind jetzt hier am Blumenbild angelangt. Diesmal ein Clown-Gesicht. Ich glaube, das Gesicht oder das Bild wechselt häufiger. Ja, das Bild wechselt zu jeder neuen Pflanzperiode, einmal im Frühling, dann kommt es die nächste Version des Bildes, kommt dann Mitte Mai. Und zwar sind das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Motive, die Kinder Neuköllner Schulen hier produziert haben, und wir haben jetzt in diesem Jahr einen neuen Wettbewerb durchgeführt. Das ist das letzte Bild des alten Wettbewerbes noch. Und die Kinder können also das, was sie in der Schule oder im Kindergarten auf Papier geklebt haben, sich hier in Natur wieder anschauen. Und das ist eigentlich ein sehr beliebtes Spiel. Damals 1985 hat der André Heller dieses große Blumenbild hier gebaut. Und wir haben den Preußenturm aus der Preußenausstellung und möchten eben an dieser Tradition möglichst lange weiterarbeiten und diese Blumenbilder hier im Park auch weiterhin zeigen. Vielleicht noch eine kurze Information, wenn die Sommerzeit nachher dran ist, das Baden ist hier nicht erlaubt.
Nein, Baden ist grundsätzlich verboten, wobei wir tolerieren, dass die Kinder, die kleinen Kinder, bis zum Knie ins Wasser gehen. Aber das Baden ist deshalb schon nicht erlaubt, weil die Natur das nicht hergibt. Wir müssten Toiletten direkt an die Badestellen bringen, das heißt ein Freibad. Und damit wäre die Natur, die ja hier im Moment so doch sich sehr stark entwickelt, gefährdet. Für unsere Besucher, die noch nicht hier gewesen sind, der Eintritt beträgt eine Mark. Eine Mark. Und Kinder? Bis 13 Jahren sind frei und man kann natürlich als Familie auch eine Familiendauerkarte sich kaufen, kostet 15 Mark und jeder weitere Familienmitglied natürlich ab 13 Jahren erst ist dann kostenlos. Und wie lange hat der Britzer Garten geöffnet am Tag? Der Britzer Garten öffnet frühmorgens um 9 und wir werden jetzt nach Umstellung der Sommerzeit, die gewesen ist, bis 20 Uhr die Kassen geöffnet haben. Man kann länger im Park bleiben, man sollte ihn aber mit Einbruch der Dunkelheit verlassen. Wie kommt man am besten her? Am besten ist es natürlich am unkompliziertesten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wer in der Nähe wohnt, auch mit dem Fahrrad. An jedem Eingang sind Fahrradständer aufgestellt. Wir haben an der Morinallee zusätzlich für Behinderte den Rollstuhlverleih, den Sie ja ins Leben gerufen haben, mit einem Schiebedienst, den man telefonisch dann auch beantragen kann. Ansonsten sind Parkplätze vorhanden am Sangerhauser Weg und an der Morinallee. Ja, liebe Berlinerinnen und Berliner, Sie sind alle aufgefordert, den Britzer Garten zu besuchen. Ich darf mich sehr herzlich bei Dr. Kubitz für die Rundreise durch den Britzer Garten bedanken. Ich wünsche uns allen eine sehr schöne Frühlings- und Sommer-, aber auch Herbstsaison. Alles Gute und bis zum Wiedersehen im Britzer Garten.